So, ich würde sagen, wir nehmen noch ein Part auf, oder? Und Okay. dann machen wir weiter bei Secret of Evermore. Was? Ja, es läuft schon. Ah, oh. Ich laufe ja auch schon. Das letzte Mal haben wir den Rattus-Dreckssack besiegt und uns dann hier ein bisschen im Schloss umgeguckt. Ich hoffe, soweit alle Kisten geöffnet und so weiter, haben erfahren, dass die andere Königin in Chaosturm das böse Ich von der Königin hier ist und hier die gute ist. Und die haben wir jetzt auch, stimmt. Haben noch gar nicht geguckt, was die kann. Die hilft uns jetzt nämlich auch. Das ist jetzt die Gunilla von Fettamsel. Alter. Die hat Schild, Beulenpest, Trance und Schockwelle. Ja, Mensch, wenn mal wieder ein Rattus kommt, dann. Aber ja, was. Wohin willst du? Du Ach. musst in die Kanalisation. Ah. Ich habe gerade überlegt, ich wollte irgendwas anderes hatte ich gerade im Sinn. Ah, okay. Du kannst dich schlafen legen und speichern. Nein, aber hey. Yeah. Moment, wo ging's überhaupt? Hier, links. Richtig. Oh Mann. Nee, hier nicht. Unten. Du musst eins weiter Ja. unten. Hier. Ja, außerdem haben wir dann, ich war noch gar nicht fertig, den Dr. Gallenstein kennen. Oh, nee, hä? Nein, nee, du musst wieder in die Kanalisation. Ja, Stimmt. das war aber auch irgendwo hier. Nee, das war oben. Ja, aber Oben irgendwo und hier in dem ganz Kerkerding rechts. auf jeden Fall. Oben ganz rechts. Da bin ich da nicht gerade reingegangen? Oh, anscheinend nicht. Ja, wir haben den Dr. Gallenstein kennengelernt. Du könntest die Axt ausrüsten. Und ja, hier kommen erstmal Blobbel, die kann ich erstmal hier mein Ding trainieren. Und der Dr. Gallenstein hat uns so ein bisschen auch was erzählt, dass er weiß, wie wir zurückkommen und dass er uns da helfen kann und so weiter. Und vor allem aber eben auch uns die Streitaxt gegeben. Und wir haben die Explosionsformel gefunden. Ja, und mit Die der. könntest du mal einsetzen. Ja, das stimmt. Wobei wir sie im Wer? Prinzip gesehen haben, die Explosionsformel. Warum? Weil Rattus sie die ganze Zeit auf uns eingesetzt hat. Ach ja, stimmt. Aber dann greift es doch Leute an und zerstört keine Objekte. Nee. Keine Ahnung. Aber das stand da. Ja, Mai. Deutsche Übersetzung, please. Wenn es deutsche Übersetzung Wo sind ist. sie denn? Ach hier. Der Sabberblob. Explosion. Manche Gegner, die euch im Weg stehen, könnt ihr mit dieser Formel sprengen. Jo. Ach so, jetzt hier ist jetzt das Zeug, das geht jetzt wahrscheinlich mit der Streitaxt kaputt. Vielleicht manche unbesiegbare Gegner? Geht vielleicht nur damit kaputt? Keine Ahnung. Jawoll. Einfach weggerumst. Ja, aber kämpfen würde ich trotzdem lieber mit dem Speer. Das ist dumm jetzt. Wieder dieses Wechselzeug. Ja, wir müssen echt so eine Shortcut-Taste geben, aber gut. Ja, war ganz gut. Mai. Man benutzt halt Äxte Komme ich nicht. ja eigentlich richtig? Keine Ahnung, Komme ich von du. überall nach überall? Ich glaube nämlich nicht. Wobei, wahrscheinlich doch. Naja, wir werden sehen. Gibt auf jeden Fall viele Steine hier. Jo. Ich brauche ja nicht mal alle kaputt machen, eigentlich. Nee, eigentlich nur den Weg nach oben. Ja. Das ging auf jeden Fall dann hier lang. Yay, umrüsten. Na, sie macht nur einen Damage von drei. Ja, klar. Nein? Okay. Naja, jetzt einfach ein bisschen nach links und dann hast du es. Ja, Nicht hier hier oben hoch. ist es ja. Ich wollte nur gucken, ob da noch irgendwie irgendwas. Fies wäre, wenn irgendwo ein Spezialgeheimgang wäre. Ja. Hinter so einem Stamm.
That's true. So, wie viel brauche ich jetzt für den Speer noch? Level. Die Hälfte. Also noch 25, wir sind noch 26 Gegner. Ja. Sogar du kannst sie benutzen. Warum steht das da unten? Das dauert mir jetzt zu lange, da geht's nicht in den Wald deswegen. Gut. Gehen wir weiter. Wenn jetzt schon die ständig Steine kommen. Komm her. Mosquito. Guck mal, Sumpfgebiet. Hm. Mit dem coolen Sumpfmonster, wo du 2 Stunden gebraucht hast. Oh, das ist gerade voll gut zum Leveln. Wenn man das missen würde. Boah, du könntest gerade beide treffen. Kannst nicht. Komm schon. Tot gehüpft. Also dieses Aufladesystem, das ist echt irgendwie was Komisches. Warum? Weiß ich nicht. Was hast du denn dagegen? Alle anderen können gescheit angreifen. Müssen nicht immer ihre Ausdauer und so. Und er hier. Soll ich mal ein Beispiel an Link und Arg und so nehmen? Ja. Oh ja. Och. Dann kannst du Gegner aber voll verprügeln. Ja, natürlich. Das ist ja Sinn der Sache. Ja gut, ist halt ein bisschen taktischer und ausweichmäßig, whatever. Ja. Super. Oh. Du könntest auch nicht die ganze Zeit draufhauen mit dem Schwert. Natürlich nicht. Ich sowieso nicht. Ich könnte nicht mal einmal draufhauen. Ja gut, wie schwer ist so ein Schwert? Recht schwer eigentlich. Ja, also ist so ein richtiges schon. Ach komm schon. Wie viel Zeug hier einfach rumfliegt. Ja, ist gerade echt praktisch. Vor allem dieses billige Zeug. Gelten Moskitos eigentlich als Levelmaterial? Ich hoffe doch. Das wär's noch. Oh, die zählen aber als 1. Ja gut, das ist vielleicht 1 oder 2 kriegst du. Ja, aber 67, oh Gott, ich dachte jetzt eigentlich, ich hätte ein bisschen mehr. Und das nächste Level wäre dann, entweder kriegst du 0 oder 1. Vielleicht ist es sowas. Alter. Schleim. Aber zumindest der Blob gibt hoffentlich 2. Na, aber das ist einfach Platinum pro Gegner. Was um einiges einfacher wäre. Ja. Ach, wirklich? Das ist das einzige Problem mit einem Moskito. Du kannst doch einfach weiterlaufen, vielleicht ist das Sumpfgebiet länger. Ja, natürlich ist es länger. So. Dann kommt die ganze Zeit diese Scheiße, die du töten musst. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Sonst Moskitos kommen jetzt keine mehr, glaube ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Schleime gehen, glaube ich, eh schneller, weil du auf Moskitos warten musst. Ja. Und sie dann vielleicht misst. Richtig. Oh. Shit. Ja, du bekommst wirklich 9 Leben nur pro Level, WTF. Dein Hund levelt natürlich gerade die ganze Zeit nicht mit, ne? Stimmt. Früher hatte er immer mehr Leben als du. Das wird nie lange dauern, bis das wieder passiert. Nee. Ah, Alter. Aber eigentlich sollten die nicht respawnen. Vielleicht wurden da mehrere gesetzt wieder. Ja, muss ja so sein. Ah, dafür bin ich jetzt ein bisschen stärker, oder was? Ja, du hast gelevelt. Oder? Ja, sehr gut. Oh, okay. So früh schon? Was? Ja, das hier halt. Was immer das hier ist. Ach komm, 82, jetzt mache ich das noch schnell hier. Na. Okay. Das dauert jetzt ja nicht lang.
Na, das sind immer noch mindestens 9 Gegner. Ja, ich nehme jetzt ja nur die Schleime mit den Moskitos, lasse ich in Ruhe. Wirst du eh nicht, wenn du gleich einziehst. Das machst du nie. Naja, kommt drauf an. Ja, siehst du. Wenn er mir direkt vors Gesicht springt, greife ich freilich an. Aber ich warte jetzt nicht, bis sie hergeflogen sind. Yay. Du levelst mal ein bisschen. Ja. Aber nur den Speer. Hat man ja gleich. Ja, richtig. Dann kann man wenigstens einmal aufladen. Eben, dann kann ich wenigstens werfen ab dem nächsten Gebiet. Ach, komm schon. Super. Das muss doch jetzt langsam reichen. Gibt's doch nicht. Boah, da ist ein Doppelschleim. Sieht aus wie so ein rollender Ball. Ja, es hatte was. Yay! Juhu! Und wie viel macht er jetzt? Mal gucken. Weniger, also mehr als der andere auf 1 geladen. Perfekt. Wenn er denn mal trifft. Das war denn. Du hast schon wieder den ersten Speer mit Level 1 verfehlt. Whatever. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, glaube ich. Als du den anderen Speer gelevelt hast. So. Glaub, der andere Speer macht 140 oder so. Ja. 130. Juhu, Turm. Turm. Ah, nicht. Ah, der Turm von Babylon jetzt oder was? Mhm. Oh, Drachi. Dann halt nicht. Oh, Drachi. Ach, das reicht wieder nicht. Na toll. Tja. Ach, komm schon. Jetzt könnte seinen Hund auch angreifen lassen wieder. Ja, aber dann levelt ich die Scheiße ja nie. Ja, gut. Alter. Wie lange du dich einfach mit so einem dämlichen Gegner beschäftigen kannst. Wie viel wird denn der geben? Was? Na, an XP. Ich glaube, das steht im Heft nicht bei, oder? Alter, also. Ich krieg nichts. Nein. Mann, steht nicht bei. So. Wow. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt schon mit dem Elfenbeinspeer den Slime gemacht. Das würde ja jetzt bedeuten, der hat 0 gegeben. Ja, wie gesagt, es kann entweder 0 oder 1 geben, denke ich mal. Oder es gibt halt... Alter. Vielleicht irgendwie sowas wie 0,4. Mach ich wenigstens die Viecher hier mit einem Schuss. Danke. Oder sowas wie 0,5. Wir geben 1. Ja, okay, ich verstehe schon. Wow! Was war das denn jetzt? Die Brücke ist eingebrochen. Ja, das habe ich auch gesehen. Du hast gefragt. Danke, Captain Obvious. Kein Problem. Oh, ich nehme gleich den anderen Speer. Das ist doch scheiße. Du könntest auch einfach deinen Hund aktivieren. Ja. Das ist dann schon auch in Kombination. Ist doch eh scheißegal, die 40 Angriff. Ja, aber der macht dann halt schon mehr Schaden, wenn der hochgelevelt ist, ne? Ja, irgendwann dann. Ja, wenn er hochgelevelt ist. Jo. Honig. Juhu. Raub hat sich in Honig verwandelt oder so. So in etwa, ja. Vor allem willst du es bei so welchen Gegnern leveln. Ja, das ist echt scheiße. Die fliegen und so. Bewegen sich viel.
Seite bin ich denn jetzt? Irgendwie auf der anderen Seite, auf jeden Fall. Mhm. Yay. Ach komm, ey. Kann aber nicht wahr sein. Huch, wir haben jetzt zweimal geworfen. Kein Plan. Na, anscheinend macht die Drachen wenigstens kein Damage. Kiste. Alter, wie hoch geht denn der Scheiß? Um Gottes Willen. Um Himmels Willen, ich will zu der Kiste erstmal. Erstmal wieder runter hier. Vor allem denkt man, dass es hoch geht. Aber eigentlich ist alles flach. Hä? Es geht doch hoch. Na, auf einer Map nicht. Ja. Aber ja, doch, es wirkt schon so. Das Piraten auf irgendeiner Plattform steht wieder irgendein Zauberer rum. Ethanol. Na super, das war's hier schon. Was ist das denn? Wie heißt das Ding dann, wo du drauf bist? Turm von Babylon? Jetzt wirklich oder was? Nee, keine Ahnung. Aber sowas soll es doch darstellen. Ein Turm, der bis zum Himmel reichen sollte. Und ich meine, den gibt's ja dann in Dings auch wieder hier in, Ach nee, Secret of Evermore gehört ja nicht zu der Soul Blazer-Reihe. Nein. Mein Fehler. Weißt du, was ich jetzt mal einsetzen könnte? Hm? Nö. No. Wie heißt der Scheiß? Gigakraft. Ach so. Mal gucken, was das jetzt gerade macht. Alter, das dauert ja ewig. Ja, okay. Ich krieg 309, er kriegt 297. Das heißt, wir kriegen genau unsere KP. Ach so. Na gut. Sehr schön. Aber der dauert ganz schön lange in der Anwendung, wow. Weil er eine echt krasse Animation nochmal gekriegt hat. Ach mein Gott, Drache, fick dich. Wie komme ich jetzt an die Kiste, die ich da gesehen habe? Denkst du, das ist die einzige Tür? Nee. Leider nicht. Tja. Ach, hör auf zu missen. Labyrinthturm. Ich merke das schon. Und ich mache es gerade nicht spannender, indem ich bei jedem Gegner warte, bis ich ihn besiegen kann. Aber hey. Das gehört halt dazu. So. Guck mal, da drüben. Perfekt. Feder. Yay. Du kannst dich einmal mehr. Ich ahne Böses. Ich ahne, dass mir die Brücke. Ja. Mhm. Ich hoffe, man kann sich da nicht irgendwann den Weg komplett verbauen. Weiß ich nicht. Denke nicht. Im Sinne von, dass man dann manche Truhen nicht mehr rankommt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Truhe nicht geöffnet hätte, wäre dann die Brücke trotzdem eingestürzt. Ich schätze mal ja. Ja, aber du kannst raus reingehen. Ach, dann sind wir da, okay. Ich denke, so wie beim ersten Boss halt. Ne? Ja, gut. Aber hier gibt es keine Rutschen an der Seite, wo du runterspringen könntest. Nein! Ach, da. Ach, du kannst. Ah, doch, du könntest die ganze Zeit wieder runterspringen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Jetzt bin ich da, so eine Scheiße. Ich dachte nicht, dass ich runterfalle. Aber die Maden sind gut zum Leveln. Hm, ich hoffe doch. Ach, Mann. Ja, super. Aber die Drachen gehen einem schon auf den Keks. Ja, doch, die sind scheiße.
fliegende Gegner mag man eh nicht so gerne in diesem Spiel. Das mit stimmt. Diesen Skelettköpfen ja genauso. Richtig. So, ja. Eigentlich könntest du vorher. Ja. Schon geschehen. So, wo war ich jetzt? Ach, ja, ich bin hier runtergefallen, ne? War das hier? Nee. Mm-mm. Du bist schon noch hier runter. Bin ich? Kick dich einfach wieder hoch. Ich sehe nicht die Kiste einfach, ja. Das okay. Ist nix. Nee, ich bin nämlich erst nochmal hoch und dann runter. Ach, Alter, 4 Stück. Jo. Aber die. Ja, hier, oh, das Ding stimmt. Ist eingestürzt. Warum willst du überhaupt runter? Na, weil ich hier noch nicht fertig war. Weil ich dummbatz ja einfach dann in das Loch hier wieder reingelaufen bin. Ja, stimmt. Du warst dumm. Danke. Dein Hund schnüffelt da die ganze Zeit in der Ecke. Hier? Ja. Vielleicht kannst du da rein. Okay. Ach, das wäre jetzt auch noch hier so ein scheiß Geheimgang in der Ecke. Das wäre voll nett. Mm. Extremst nett. Also ich finde das nett. Du hast einen Drachen getötet. Du bist jetzt ein Drachentöter. Das bin ich schon seit dem Endboss, wo ich den Drachen erledigt habe. Naja, gut. Like a Siegfried. Siegfried? Siegfried. Siegfried. Siegfried! Siegfried. Willst du mich verarschen? Keine Ahnung, wer das ist. Siegfried, der Drachentöter. Du sagst doch gerade bewusst Drachentöter. Hä? Ja, du kennst doch wohl Siegfried. Nein. Nein? Der im Drachenblut gebadet hat? Nein. Holy shit. Ich bin Lungenzager. Nein. Rheingold? Nein. Okay. Denken Sie, ich bin gebildet oder was? Nee, das hat mit gebildet ja nichts zu tun. Warum nicht? Naja, ich dachte halt, das kennt man. Was ist das denn überhaupt? Na, pass auf. Kurzfassung. Mhm. Siegfried hat irgendwie rausgefunden, ich weiß nicht, wie er draufgekommen ist. Jedenfalls hat er rausgefunden, wie man unsterblich wird. Und man muss dazu irgendwie ganz viel Kram machen und dann im Blut eines Drachen baden. Da hat er einen Drachen getötet und dann hat er in seinem Blut gebadet und allerdings ist ein, war es ein Ahornblatt? Ich weiß es nicht. Irgendein Blatt ist während des Badens auf seiner Schulter gelandet und genau die Stelle war dann halt nicht unverwundbar. Und genau an der Stelle wurde er dann halt später getötet. So, aber das gibt es doch irgendwie mit Achilles. Nee. Das Achilles gehört in die Antike. Ja, aber der ist auch nur verwundbar. Siegfried gehört nicht in die Antike. Aber der ist auch nur verwundbar an der Ferse. Ja, die Achillesferse. Also hat er einfach genau das gleiche gemacht. Das ist so der Bro von Siegfried. Oder die Reinkarnation. Vielleicht. Tja, immer diese Ahornblätter. Einmal an der Ferse, einmal aber an der Schulter. Aber die Story ist noch viel... Oh Gott, schon wieder so eine Brücke. Geh nochmal drüber und die Schütze ein. Na, jetzt nicht. Sicher kann ich wieder hier nicht wieder... Na, da hast du auf jeden Fall deine Truhe, die du gesehen hast, als du hochgescrollt bist. Ist das die? Ja. Ach ja, stimmt. Sehr gut. Mensch. 2 Asche. Jetzt kannst du weitergehen nach oben. Ja, aber richtig. Dies stürzt auch. Was? Ich dachte, die Brücke stürzt ein. Ich auch. Boah, du musst aber echt schon gelevelt sein. Ich glaube, du bist bei 40 jetzt. Oder so, vielleicht. Okay. Oh, wow. Perfekt, Connor. Komm, wie viel halten die eigentlich aus? Ich mach hier auch so schon einen Sauschaden. Ich muss doch eigentlich gar nicht aufladen, aber gerade bei dir. Ach komm! Danke.
You. Nein. Oh. Sogar du kannst sie benutzen. Oh. Das ist doch scheiße. Stopp. Ich hab nicht hingeguckt. Wurde da gar nicht zurückgelaufen. Oh, Mann. Dass sie alles einstürzen können, sehe ich gut. Ist ein cooles Gimmick, ist ein cooles Gimmick. Die Kiste ist abgeschnitten. Immer eine Eichel gefunden. Cut off. Aber selbst im normalen Super Mario World sind Cut-Offs. Ja, natürlich. Voll dumm. Weise. Ja. Ja. Es hat sich auch nie bei Nintendo jemand Gedanken über sowas gemacht. Das war dann halt irgendwie... Aber die haben doch die richtigen Teils sogar dafür gehabt. Plötzlich ein No-Go. Ja. Ja, aber halt nicht die Lust. Ach, na, es... Boah. Hey, warum tötest du die jetzt? Ja, wenn ich schon hier bin. Aber jetzt kannst du durch die Tür gehen und oben weitergehen. Ja, ja. Du verpasst keine Truhen. Ja, ich hab die ganze Scheiße nur wegen ein paar Truhen gemacht, wo echt jetzt nicht so viel wichtiges Zeug drin war. Denkst du, da ist überhaupt irgendwo was Wichtiges drin? Ja. Okay. Ich glaube weniger. Ach, komm. Wieder so ein Doppelschleim. Aber der andere war besser. Jetzt ist der Hund schon wieder tot. What the fuck? Na, fliegender Dinosaurier. Ja, da wäre ich auch tot. Aka Drache. Darfst du gar nicht nachgucken. Nein. Besser ist es. Du bist bescheuert dabei. Ach nee, das wird heute nichts mehr. Was? Level. Ach so, nee. Komm, fick dich. Wir leveln den Speermann anders. Da kriege ich es jetzt noch hin, danke. Da muss aber auch den Hund wieder beleben und alles. Ja, ja, klar. Warum ist alles so dunkel? Weil ich glaube ich noch im Menü quasi so halb drin war und da jetzt zu bald raus bin. Okay. Sieht aber komisch. In der Tat interessant aus, ja. Wo ist mein Hundeknochen? Und dann kannst du auch eigentlich den Heilzauber auf beide einsetzen. Den krassen Giga. Ja. So. Ach, du willst die Rally jetzt nicht so töten. Nee, ich muss ja durch. Aber doch nicht doppelt aufgeladen. Hätte ich zumindest beide gleichzeitig gekriegt. Ja, gut. Huch. Kein Giga-Zauber. Was willst du mit Giga-Zauber? Damit du voll bist und der Hund damit nicht wieder stirbt. Ach, da stirbst du schon so schnell nicht. Ja, vor allem, ich kann ihn nur auf alle anwenden. Ich kann ihn gar nicht einzeln. Okay. Ui. Animations. Taken ages. Boah, das dauert so ewig. Aber er heilt dich voll. Ja. Ach, jetzt bin ich hier. Moment, ach, nein. Dann kann ich von da aus, ja, zurück, kann ich ja einfach da hochlaufen und komme da auch dahin, wo ich schon war. Ja, klar. Sehr gut. Muss ich gar nicht durch die Tür gehen. Du bist doch immer runtergelaufen von oben. Oh, ich bin hier runtergefallen. Ich muss doch durch die Tür gehen. Na, Pech. Och, leckt mich, ihr blöden Scheiße. Wir sind wieder bei 30 Minuten übrigens. 642, ja, ist in Ordnung.
Gib halt wegen an, Hund. Gib halt wegen an. Und ah, so. Ist besser als du. Außer bei Rattus. Ja. Was daran lag, dass Rattus nur mit Fernkampf zu besiegen war. Ja. Und zwar nur. Holy shit. Eigentlich unfair. Ja, ein bisschen. Würdest du jetzt bitte, danke. So, und dieses Ding muss doch auch einstürzen. Nein? Nicht eher hier, rechts, da weiter. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich dachte halt, das andere ist dann vielleicht auch noch irgendwo. Oh mein Gott. Lasst mich vorbei, ihr. So. Kann mich auch vorbeischlagen, danke. Holy shit. Oh, hier war aber nichts, hier war nur eine Damage-Kiste. Da oben, oder? Wo ist die dämliche Tür, die du direkt gefunden hattest? Da? Ja, deswegen muss ich erst wieder runterfallen auf der einen Stelle und dann unten vor entlang laufen und dann. Ach so, ja, stimmt, du musst links runterfallen. Du musst den scheiß Weg erst wieder laufen. Bin ich jetzt wieder oben? Och nö. Was soll denn der Dreck? Na super. Nee, bist du falsch. Hä? Was? Was ist los? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ach, hier fällt man. Oh mein Gott. Ach. Greift doch gar nicht erst an. So. Ja, leck mich weg. Oh. Oh. Du könntest ihn nur noch auf einmal aufladen stellen, glaube ich. Ja, gut. Er lädt dann weniger auf und tötet dich schneller. Jetzt bleibt er so. Das ist egal. So, jetzt nicht runterfallen. Bis zum... hier schon lang gegangen? Nein. Das ist aber auch nix. Aber hier oben ist alles neu für dich. Was? Noch so ein Drache? Mhm. Na gut, der ist bestimmt genauso schwer wie der andere. Jetzt weiß ich, warum die Plattformen hier sind. Arsch. Ah, jetzt geht's natürlich nur auf Chorus, weil der Hund nicht da ist. Nö, sehe ich nicht. Wirklich? Klar. Super. Was, nur 81? Holy shit. Tja, du bist höhere Zahlen gewohnt. Kraftdoch war auch schon mal besser. Du brauchst halt nicht mehr. Oh, der Hund wird gerade. Oh Gott, der Hund kriegt gerade voll aufs Maul. Du hast genug Honig. Ja, jetzt, lass mich hoch. Andere Probleme als Honig. So, da ist der Hund. Ja, jetzt aber hier. Ja. Boah, das sah voll stylisch aus. Du hast dich nicht geheilt. Ah, jetzt. Bisschen verspätet. Ach. Alter! Du lässt dich aber auch immer wieder grapschen von dem. Vor allem der Hund macht den wahrscheinlich gerade alleine. So, wobei er. Ich glaube, er greift nicht an. Wenn du nicht da bist. Ich glaube auch. Lauf damit. Ah, Mann! Ich sehe ihn nicht. Dann scroll zur Seite. Toll.
Na, aber du hast ihn bald. Sei froh, dass er nicht so arschig ist wie Rattus. Ja. Das ist das Problem. Das stimmt. Wie viel Leben hat der Drache denn? 3200. Ja, du hast ihn am Anfang mit 700 getroffen. Ja, ja, klar. Stirbt schon. So. Beste Pose. Und explodiert. Warte, stopp, halt. Spaß muss sein, aber es sollte dabei niemand verletzt werden. Er hat es genau andersrum gesagt. Was? Warte, stopp, halt. Der andere hat halt, stopp, warte gesagt. Also andersrum. Stimmt. Ach ja, sind ja Brüder. Mhm. Vielen Dank. Ich bin Nierenfels. Ich sammle alle Arten von Schrott und mag Drachen. Schau dir meinen Turm an. Er wird immer höher. Du wirst dich jetzt sicher fragen, warum ich so einen großen Turm baue. Bist du mit den Füßen auf der Erde nicht glücklich? Hast du nichts Besseres mit deiner Zeit anzufangen? Nun ehrlich gesagt, nein und nein. Ich bin ein Kind des Himmels und dort will ich hin, wie meine Freunde, die Drachen. Was führte euch hierher? Wir hörten, dass dies der beste Weg zum Chaosturm ist. Oh, dort solltet ihr nicht hingehen. Die Königin mag freundlich wirken, doch in Wirklichkeit ist sie eine Hexe. Das wissen wir und deshalb müssen wir hin. Der Hund hier und ich versuchen, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Gallenstein erzählt uns, dass du den Weg zu ihr kennst. Gallenstein? Mein Bruder? Gallenstein? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Natürlich helfe ich euch. Hier, ich gebe euch eine seltene Alchemie. Ich habe sie Harelsturm genannt. Noch mehr. Harelsturm, elektrische Blitze. Das ist Harel, ja. Genau das ist Harel. So, Etappenkraft, tschüss. So. Danke, Alter. Nun, wie kommen wir von hier zu Chaossturm? Gar kein Problem. Lufti, hierher. Komm schon, Lufti. War doch alles nur Spaß. Mein Freund Lufti wird uns mitnehmen. Bring uns zum Chaosturm. Okay, Lufti. Boah, Fach im Schüler in 40 Minuten Part, by the way. Ups. Überlänge. Andauernd. Ach, hier landen wir. Okay. Hey, du warst ja schon mal. Natürlich. Wir sind jetzt direkt unterm Verlies. Achso, ja, stimmt. Und das ist mal wieder eine super Stelle, um einen Cut-Off zu machen. Ein Cut-Off, ja. Voll der Story-Cut-Off. Einfach mal eine falsche Ecke einsetzen. Genau da ist er. An der Treppe, guck mal da. Ja. Oh Mann. So. Ja, dann nächstes Mal geht's dann. Ich setze noch einen richtigen Save-State am besten kurz zur Sicherheit. Warum ist der richtig? Naja, nicht nur ein In-Game, sondern halt auch ein ja, gut. Emulator-Save-State. Und dann sage ich danke fürs Zugucken. Jetzt ab ins Bett. Tschüss.